So, hoch in den Tempel wollte ich jetzt noch. Ich glaube, da oben gibt's noch was. Der Typ hat einen richtig hohen Kopf, muss ich ehrlich mal sagen. So. Waren hier noch ein paar Orbs oder so? Ich weiß es nicht mehr. Piep. Dachte mal doch, er hat die Festung zerstört. Jetzt kommt er auf uns zu. Ah! Ach ja, das waren ja solche Dinger, die reden. In Anführungsstrichen. Habe ich mich geirrt und hier war doch nichts? Ah ne, und da ist noch eine Tür. Idiot. Hättest du jetzt schon mal die Waffen rausholen? Wer weiß, vielleicht fällt uns hier gleich was an. Doch nichts. Na, was sagst du so? Ich bezweifle, dass das Asagaluna euch heute empfangen wird. Ja, der ist nebenbei nicht in der Stadt. So, ich bin faul. Ja, ich weiß, ich bin faul. Anstatt einfach aus dem Haus da rauszugehen, gehe ich so lieber runter. Gut. Dann wollen wir nochmal speichern. Wenn ich denn das Haus dafür finde. Ah, Moment, ich weiß, wo sie das war. Hier oben war es, ne? Jo. Gut, Kollege, hi. Speichern. Nicht schlafen. Nein. Möchten Sie speichern? Ja, möchte ich. Gut. Jetzt können wir zu Luna. Nachdem ich ein Video mit rumfliegen und sonst was verschwendet habe. Gut. Dann gehen wir mal. Direkt zu Beginn eine böse Blume. Die uns mit Traumtulpe umhauen will. Deswegen ich mal direkt den kämpfenden Charakter änder. Ah. Napalmwespe, so. Bitte sei nichts Schlimmes, bitte sei nichts Schlimmes, bitte sei nichts Schlimmes. Ach ja, natürlich. Überlebt. Bei der Falle kann man auch sterben nebenbei. Ist sehr fies. Ach so. Falsch. So. Hammer. Heilwasser. Ping. So. Und weiter geht's. Traumtulpe. Bloß nicht zum... Bloß nicht zum Magie lassen kommen. Das ist sehr... Wieso bist du nicht eingeschlafen? Was tust du da, Jesse? Warum schläfst du nicht? Jesse? Warum schläfst du nicht? Irgendwas hat ein neues Level erreicht. Jessys Waffenlevel ist gestiegen. Axe erreicht Level 3. Es geht aber bis Level 5. Hallo? Treffen? Wäre mal nice. Ich nehme mal hier schon mal Mii mit ihrer Peitsche. Weil ich werde die Peitsche gleich sehr oft brauchen. Dann gehen wir mal weiter. Auf in die Berge! Komm her, du dumme Biene. Natürlich auch wieder daneben. So, zack. Ach schon, die Hälfte meiner Waffen sind ja alles Anti-Insekten-Waffen. Die Axt war, glaube ich, Anti-Insekte. Die Peitsche war Anti-Insekten. Leider nicht Anti-Pflanze. Da oben ist irgendwas geschlüpft. Und zwar das Küken da. Dass ich jetzt mal angreife von hier unten. Und der Peitsche kann Berge hochpeitschen. Mit dem Gülleküken, genau. Das Gülleküken mit dem geilen Namen. Gülleküken ist erledigt. Er frisst eine Gülle doch. Komm, hau zu. Nicht mal ein Monster töten könnt ihr ohne mich. So, komm, hau zu. Haut das Pflänzchen tot. Bäm, Traumtulpe ist tot. Ja, ich weiß, ihr kommt nicht dran, nur ich komme dran. Ja, ich komme dran, aber ich töte es nicht. Ich treffe es nicht. Geht doch. Gülleküken ist erledigt. Gülleküken ist tot. Samus erreicht Level 31. Yes. So, was mich jetzt mal kurz interessieren würde. Ich habe jetzt nur ein paar Monster besiegt. Wie viel Geld habe ich? Eine Menge. 13.000 wieder.
So, und hierfür brauche ich Peitsche. Traumtulpe Level 5. Hat keiner erwischt. Aha. Napalwesp ist erledigt. Ist sie nicht. Ja komm, dann erledigt sie doch. Und kommt bitte mal... Ich könnte euch wieder töten, wisst ihr das? So. Kommen wir mal dahin. Ich muss jeden Einzelnen da hochtragen, ich glaub's nicht. NPCs. Nee, nicht NPCs, dumme KI. Sehr dumme KI. Und dumme Trefferquote manchmal. So. Ihr könnt mich nicht erwischen. Ich kann euch aber erwischen. Okay, ihr könnt mich doch erwischen. Dafür können wir euch auch erwischen. Napalwesp ist erledigt. Napalwesp ist tot. Traumtulpe hat einen Schlag abbekommen. Traumtulpe ist tot. Ich sagte, Traumtulpe ist tot. Gehorche mir. Da ist sogar die Luftnummer geplatzt. Und zwar mehrmals. So. Machen wir mal hier erstmal alles um. Verschieben wir mal das Ding auch nochmal ein bisschen, damit ich beide erwische. Oder auch nicht. Au! Böses Vieh. Warum ziehst du so wenig ab? Mies Waffe-Level ist gestiegen. Peitsche reicht Level 4. Sei was Gutes, sei was Gutes, sei was Gutes. Heilkreuz. Oh, wow. Ach genau, jetzt wo ich Level 4 bin, kann ich es ja mal kurz zeigen. 1, 2, 3, 4. Yeah, 3 Peitschenschläge. Gut. Du da. Du bist Ranul oder so, ne? Ranul, verschwindet! Der Meister ist nicht da! Wo ist er denn? Meister Luna ist in den Nachtpalast gegangen. Er ist nicht weit weg von hier. Gut, dann müssen wir auf zum Nachtpalast jetzt, da er ja nicht da ist. Hier kann ich... Ah, nee, lassen wir's. Auf zum Nachtpalast! Lufti, erscheine! Bam. Und zwar der Nachtpalast ist hier ganz in der Nähe des Dorfes. Einmal hier runter. Obwohl, Moment, was mir gerade einfällt. Ich hätte auch einfach da wieder landen müssen, wo ich gerade hergeflogen bin. Dann wäre ich auch am Nachtpalast direkt rausgekommen, ich Idiot. Ach, whatever. So, die Waffe behalte ich jetzt erstmal eine Zeit lang. Peitsche kann ich ja bis Level 6 hochleveln. Ah, ha, Schlaf hat nichts gebracht. Ja, komm, die. Brav. Samuswaffenlevel ist gestiegen. Schwert erreicht Level 5. Oh, du bist schon fertig mit dem Schwert. Gut, dann... 20.000, ja. Dann kannst du jetzt die Zentaurenlanze... Ja, die Zentaurenlanze haben. Ha, wieder nicht paralysiert. Traumtulpe ist verwirrt. Perfekt. Verwirren ist auch cool. So, Traumtulpe ist erledigt. Und die Napalmwisp hat wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu sagen. So, und hier ist der Nachttempel. Guck mal, da werden wir direkt schon von der Satansmaske begrüßt. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns am Morgen wieder bei Secret of Mana. Bis dann. Ciao.